In diesem Video beschäftigen wir uns mal mit einem großen Buchhaltungsproblem, das überhaupt gar nichts ist. Es gibt da ein Thema, mit dem sich viele Selbstständige, ja sogar Buchhalter, Stunden, Tage, Wochen ihres Lebens beschäftigen. Und ganz ehrlich, die Antwort ist vollkommen irrelevant. Und zwar geht es um das ganze Thema Buchungskonten. Das heißt, diese ganzen Kategorien, mit denen man seine Einnahmen und Ausgaben irgendwie labelt, taggt, kategorisiert oder halt bucht. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele. Zum Beispiel die Profi-Software, der Marktführer in Deutschland, das ist die DATEV. Die DATEV arbeitet mit sogenannten Standard-Kontenrahmen. Und Konten, das sind diese Kategorien. Das heißt, die gibt es dann in SKR 03 und SKR 04. Dann gibt es verschiedenste branchenspezifische Kontenrahmen. Und insgesamt hat die DATEV tausende Konten, mit denen man Einnahmen und Ausgaben kategorisieren kann. Dann gibt es diese ganzen Online-Buchhaltungsprogramme, Papierkram und Selfdesk und LexOffice, und die haben nochmal andere Kategorien. Das heißt, wenn ich eine Ausgabe habe, was ist das eigentlich? Das heißt, da gibt es dann Hunderte. Man kann grob sagen, die DATEV hat tausende Konten, diese ganzen vermeintlich einfachen Buchhaltungsprogramme haben hunderte Buchungskonten, und am Ende muss man sich mal die Frage stellen, was passiert denn mit diesen tausenden und hunderten Buchhaltungskonten? Die werden alle im Hintergrund zusammengerechnet, und dann am Ende wird daraus eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz. Also wenn du bilanzierungspflichtig wirst, wird daraus eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Oder aber wenn du selbstständig bist, freiberuflich bist, dann wird daraus eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, all diese ganzen Kategorien fließen am Ende in die Steuererklärung ein. Und die Einnahmenüberschussrechnung, wenn wir uns mal so das Finanzamt-Formular anschauen, also bei Elster Online die Anlage EÜR anschauen, sehen wir, es gibt genau 47 Kategorien. Was anderes interessiert das Finanzamt gar nicht, wenn du Buchhaltung machst. Es gibt quasi faktisch nur 47 Kategorien. Alles andere ist eigentlich vollkommen irrelevant. Und in meinen über 10 Jahren in der Steuerberatung und auch in der Arbeit für Buchhaltungsprogramme habe ich schon wirklich Tage damit verbracht, mit Mandanten, mit Kunden, mit Kollegen darüber zu diskutieren, welches Konto denn jetzt eigentlich das Richtige ist. Aber wenn du dir schon überlegst, es gibt wahrscheinlich 2000 DATEV-Konten, am Ende fließen sie aber nur in 47 Positionen in der Einnahmenüberschussrechnung, dann kann das Ganze nicht so richtig wichtig sein. Und zusätzlich kommt noch so eine Problematik, dass viele Dinge gar nicht so ganz eindeutig passen. Also so ein Hosting von deiner Webseite, sind das jetzt IT-Kosten, Kommunikationskosten oder Werbekosten? Und wenn du Berater buchst, sind das jetzt Fremdleistungen, Beratungskosten? Sind das Beiträge für einen Berufsverband, Beiträge, Gebühren oder vielleicht auch Werbung? Oder sind bestimmte Dinge für dein Büro jetzt Bürobedarf oder Arbeitsmittel? Und ja, es gibt halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, und so ganz 100%ig kann einem das irgendwie auch keiner sagen. Und ehrlicherweise lösen sich ganz viele dieser Fragestellen und Diskussionen auf, wenn man weiß, dass die Buchungskonten am Ende in die gleiche Bilanz oder in die gleiche G&V oder EÜR-Position fließen. Das heißt, irgendjemand von draußen und auch das Finanzamt sieht gar nicht, ob du das jetzt rechtsrum oder linksrum gebucht hast. Und dazu kommt noch ein Fakt, dass das Finanzamt in der Regel überhaupt gar nicht interessiert. Eine Einnahmenüberschussrechnung ist im Wesentlichen, alle Einnahmen minus alle Ausgaben ist der Gewinn und darauf wird die Steuer gezahlt. Der Einkommensteuer, also der Steuerbelastung, ist es vollkommen egal, ob du was als Bürobedarf oder Fremdleistung oder was auch immer gebucht hast. Das ist tatsächlich in der Einnahmenüberschussrechnung vollkommen egal. Dem Finanzamt ist nur wichtig, dass unten der Gewinn, der muss richtig sein, und die Berechnung der Steuer darauf, die muss richtig sein. Deswegen möchte ich mit diesem Video so ein bisschen Druck rausnehmen, weil ich weiß, dass viele Leute sich wirklich lange damit beschäftigen. Es ist egal. Es gibt so ein paar Grundregeln, die du beachten musst. Und die erste Grundregel ist, Konstanz ist wichtig. Also wenn du dich beispielsweise dafür entscheidest, dass eine bestimmte Beratungsleistung Fremdleistungen sind und du kategorisierst und buchst sie als Fremdleistung, dann machst du das bitte jeden Monat so. Also wenn du eine monatliche Rechnung bekommst, dann buchst du das Ganze bitte monatlich da. Und dein Webhosting, wenn du sagst, das sind IT-Kosten, dann ist das bitte im nächsten Monat auch IT-Kosten. Das heißt, du solltest nicht hin und her springen. Das ist so ein bisschen wie so ein Folgefehler früher in der Schule. Wenn du, keine Ahnung, einen Aufsatz geschrieben hast und seit oder das und das immer falsch geschrieben hast, dann mach das wenigstens konsequent, durchgehend, immer falsch und nicht jedes Mal anders, weil dann gibt es halt jedes Mal einen neuen Fehler, sondern mach das halt einfach
konstant. Und diese Konstanz ist ehrlicherweise wichtiger als die Frage, ja, welches Konto jetzt das Richtige ist. Weil das Finanzamt sieht Veränderungen in der Kostenstruktur. Und das Finanzamt fragt dich eher mal nach, wenn du große Verschiebungen ständig in deiner Kostenstruktur hast und nicht danach, ob eine Position hoch oder niedrig ist. Und apropos Kostenstruktur, es gibt meistens ganz unten, zumindest in der Einnahmenüberschussrechnung, noch sowas wie sonstige Betriebsausgaben. Das Feld Sonstiges ist immer sehr einladend, weil da kann man alles draufpacken. Du solltest aber zusehen, dass du das Feld Sonstiges nicht so oft benutzt. Also wenn du zwei Möglichkeiten hast und das eine ist Sonstiges und das andere ist irgendwas andere, dann nimm das andere. Also versuche diese Position Sonstiges so selten wie möglich zu bebuchen. Einfach nur, weil das Finanzamt sonst nachfragt. Nicht, weil es inhaltlich falsch wäre, aber wenn du 90% deiner Kosten als Sonstiges kategorisierst, was soll das Finanzamt denn anderes machen, als mal nachzufragen, was denn da eigentlich alles drinsteckt? Und dann gibt es ehrlicherweise noch so ein paar andere Konten, die sind wichtig, zum Beispiel Anlagekonten. Wenn du ein Anlagegut kaufst, was du über mehrere Jahre abschreibst, beispielsweise dein Firmenwagen oder dein Smartphone, dann musst du natürlich zusehen, dass das wirklich ein Anlagekonto ist. Das heißt, du darfst dein Smartphone jetzt nicht auf Bürobedarf buchen, auch wenn du das für Büroarbeit brauchst. Du musst das Ding halt abschreiben über mehrere Jahre und deswegen musst du bitte das Anlagekonto wählen. Aber das solltest du eigentlich auch immer merken, wenn du dir später mal die Auswertung anschaust, dass das Ganze wirklich auch abgeschrieben wird. Neben den Anlagegütern sind auch so Finanzierungskosten entscheiden, also Leasingkosten oder Zinsaufwendungen und so weiter. Da solltest du auch zusehen, dass das möglichst genau kategorisiert ist, dass das wirklich am Ende im richtigen Konto landet, weil das hat später an anderen Stellen in der Steuerberechnung nochmal eine Bedeutung. Das heißt, da solltest du wirklich darauf achten, dass du das ja richtig zuordnest. Und abseits davon gibt es noch ein anderes Thema und das andere Thema ist tatsächlich deutlich wichtiger als das Kategorisierungskonto. Denn wenn du so vor einer Buchhaltung sitzt, musst du ja zwei Dinge angeben. Das erste ist das Buchungskonto, also die Kategorie, und das zweite ist die Umsatzsteuer. Das heißt, was für ein Umsatzsteuersatz gilt da eigentlich? Oder gilt da Reverse Charge oder ist es ein nicht steuerbarer Umsatz oder ein im Ausland steuerbarer Umsatz? All diese Angaben, die sind wichtig, weil die haben direkten Einfluss auf deine Steuerlast, nicht auf deinen Gewinn, aber auf deine Umsatzsteuer. Und da passieren sehr schnell Fehler. Wenn du da einmal etwas falsch kategorisierst, dann ist der Fehler da und dann zahlst du zu viel oder zu wenig Umsatzsteuer, was in beiden Fällen sehr schlecht wäre. Deswegen der Hauptfokus bei der Buchhaltung sollte eigentlich vor allem auf der Umsatzsteuerkategorisierung legen. Und die andere Kategorie, wovon es denn Tausende gibt, die ist bei weitem nicht so wichtig, wie alle Leute eigentlich denken. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich mit diesem Mythos ein wenig aufräumen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn du bestimmte Ausgaben hast, wo du überhaupt gar nicht weißt, was da das richtige Konto sein könnte, dann schreib sie doch mal in die Kommentare. Und wenn du Hilfe bei deiner Buchhaltung brauchst, ein schöneres Softwareprogramm brauchst, einen Steuerberater brauchst, dann schau unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich eine ganze Reihe von Empfehlungen verlinkt. Und wenn du dieses Video gut fandst und dir denkst, Mensch, dazu würde ich gerne etwas mehr wissen, dann abonniere diesen Kanal oder schau dir mein neues Buch an. Denn hier erkläre ich auf über 200 Seiten, was man so als Selbstständiger auf jeden Fall in Deutschland über Steuern, Buchhaltung und Finanzen wissen sollte. Alle Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier. Und ansonsten kannst du dir natürlich auch erstmal direkt weitere Videos anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.